Oh, oh nein. Fuck. Ah, ich hatte gerade einen Krampf im Bein. Nein! Oh Gott, fuck. Irgendwas mit dem Ding hat's doch auf sich. Nein. Ah, vielleicht kann ich... Oh Gott, los! Oh Gott. Das sieht nicht gut für uns aus. Spinnen. Okay. Da ist was. Verklemmt, solange ich die Kette nicht nach oben ziehe, werde ich ihn wohl nicht bewegen können. Verklemmt. Okay, die ist offen. Gar nicht schön, nicht im geringsten. Kann ich die irgendwie nehmen? Oh Gott, ich bin gerade etwas überfordert. Ja! Stirb, du Mistvieh! Mit dem Ding scheint er seine Probleme zu haben. Lauf! Oh Gott, wir sind schon ziemlich im Arsch. Maus! Okay. Muss es doch irgendwas geben. Oh Gott. Ich bin gerade echt überfordert, was ich hier machen soll. Verdammt. So nach draußen. Ach du Scheiße. Huch. Oh Gott, Leute. Was muss ich hier machen? Ich muss das Vieh loswerden. Das hat doch irgendwas mit dieser Kiste da zu tun. Ich weiß es doch, ich weiß es. Aber wie? Wie, Leute? Komm nur her. Oh Gott. Okay, Leute, ich würde fast sagen, dass ich einen kurzen Cut mache, denn ich habe wirklich gerade keine Ahnung. Hua! Ach du Scheiße. Okay, wir sehen uns nach dem kurzen Cut wieder. Bis gleich. Guck, guck. Okay, da sind wir wieder nach einem kurzen Cut. Ich habe letzte Aufnahme, war ich etwas verwirrt. Wir probieren es einfach nochmal. Entschuldigung. So, wir drehen einfach mal hier. Los, los. Und runter. Wow, das ging schneller als gedacht. Moment. Was? Oh mein Gott. This is just terrible. You silly Billy. Come on, monkey. Take a joke. Punkt, Punkt, Punkt. Ein Schlüssel. Ich kann... Why are they always holding a key? Or a note? Or a swipe card? Why is it never... I don't know.
Verdammt. Clarence. Ich kann nicht. Oh mein Gott. Clarence hat uns reingelegt. Wenn die Aufschriften korrekt sind, bekommen diese hier aus Alaska. Oh Gott. Oh Leute, das ist übel. Das muss ich erstmal auf mir wirken lassen. Das ist übel. Clarence hat uns einen Streich gespielt. Das war kein Monster, das war der Doktor. Die Frau Doktor. Scheiße. Boah, das ist jetzt übel, Leute. Das muss ich erstmal verarbeiten. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Diese Exemplare sind hoffentlich alle tot. Ich denke mal, ja. Verdammt, die haben sie umgebracht. Sind verrückt. Sind auch nichts Besseres. Clarence hat uns zu Mördern gemacht. Verdammt, Clarence! Ha! Boah, da werde ich echt sauer. Übel. Tiere in verschiedenen Lebensstadien. Natürliches Wachstum war wohl irgendwie ein Bestandteil der Experimente. Alter, diese Riesenviecher. Ich glaube, sonst können wir auch nichts Ordentliches machen. Haben wir sie einfach umgebracht. Ein Tor nach draußen. Vermutlich wurden von dort all die Schachteln und Kisten angeliefert. Auf dem Regal stehen einige Holzschachteln. Einige von ihnen sind beschriftet. Exemplar 21. Lake Utuquak. Ich frage mich, was sie in diesen Gewässern gefunden haben. Zum Glück hatte ich nichts damit zu tun. Okay. Svensson Schlüssel. Den Schlüssel, den Annabelle hielt, als ich sie umgebracht habe. Oh. Ach doch, okay. Der hat uns die ganze Zeit nur reingelegt. Ist einfach nur unfassbar. Okay. Wir speichern mal kurz. Ist richtig übel. Okay, wir haben einen Schlüssel. Die Tür war hier auch gar nicht. Alter, wir haben sie umgebracht, ey. Das ist richtig übel. Ich möchte die Toilette hier lieber nicht benutzen. I. Okay. Sieht nicht gut aus. Ist wieder ein sinnloser Raum. Gibt's hier nicht irgendwas? Hier? What have we done? Es wurde mit Blut geschrieben. Verzweiflung scheint hier unten kein unbekanntes Wort zu sein. In der Waschbecken steht eine dünne Schicht einer merkwürdigen Substanz. Ja, lasse ich besser meine Finger von. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, Leute, ich muss hier mal einen kurzen Cut machen. Wir sehen uns sofort wieder. So, da bin ich auch schon wieder zurück. Ich habe mal kurz den Speicher gecheckt. Das wäre nämlich, etwas unpraktisch, wenn mir hier alles volllaufen würde. Ich nehme gerade echt lange auf. Ich habe jetzt schon eine Stunde aufgenommen. Ist echt lange her, seitdem ich so eine lange Session hatte. Abgeschlossen. Auf einem kleinen Schild steht, dass Dr. Svensson... Dass dies Dr. Svenssons Büro ist. Alter, das ist übel. Okay. Wir können da jetzt rein. Clarence, du verdammtes Arschloch. Okay, Batterien. Eine Fackel. Hier muss es irgendwas Wichtiges geben. I. Oh. Okay. Gucken wir mal in die Schubladen. Ah, noch mehr Batterien, sehr gut. Hier ist nichts und da unten auch nichts. Okay, komm schon. Ja. Where's the games on this thing? Halt die Fresse. Wegen dir haben wir Dr. Svensson verloren. Antidote-Text. Heilmittel? Annabelle Svensson. Wenn Sie dies hier lesen, müssen Sie mich wohl nicht länger ertragen.
Ich weiß, dass sie ihr Bestes versucht haben werden, also sollte ich mich zumindest dafür bei ihnen bedanken. Ich dachte mir, ich stelle mir mal was für den Fall zusammen, dass ich es nicht selbst vor Ort sein werde, um mich darum zu kümmern. Entschuldigung für die Formalitäten, aber das ist wohl die Macht der Gewohnheit. Auszug. Der Zweck dieser Prozedur ist die Entwicklung einer Heilungsformel zur Stabilisierung der Infektion im Wirt und falls möglich ihre vollständige Abstoßung. Experimente haben gezeigt, dass Injektionen, die bis zu 50% des Hirngewebes betreffen, die Infektion mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 80% rückgängig machen können. In seltenen Fällen tötet die Mixtur sowohl Wirt als auch die Infektion. Ah, der Luxus. Keine andere Wahl zu haben. Ausrüstung. Präparatmixer. Typ ZX3 Version 2 aus einem Präparatanalysator gebaut. Chemikalien. Ah, Aceton. Chemische Basis. Chlor. Katalysator. Schwefel. Trägersubstanz. Iod. Stabilisator. Stickstoff. pH-Ausgleich. Brom. Säureregulation. Ziemlich wichtig. Ohne Brom wäre bloß das gute alte Rattengift. Die Chemikalien werden automatisch in den oben angegebenen Reihenfolgen aufbewahrt. Ja, okay. Der wichtigste Zusatz ist Substanz 65. Ich habe lediglich Zugang zu 12 und 67, mit denen ich unterschiedliche Erfolge hatte. 65 hat ähnliche, jedoch übertriebene Eigenschaften wie 67. Wurde erst kurz vor der Infektion entdeckt. Also könnte es immer noch ein Chemielabor unter Quarantäne stehen. Methode. Alle Chemikalien sollten im Version 2 verbunden und in der aufgelisteten Reihenfolge aufbewahrt werden. Per Voreinstellung wird die Aufbewahrung automatisch vorgenommen und die Chemikalien können in beliebiger Reihenfolge in Maschine eingegeben werden. Sehr gut, denn wir waren ja schon quasi zu früh an dieser Maschine, der besagten. Aber es ist egal, in welcher Reihenfolge. Okay, zum Glück. Substanz muss in die Einfüllöffnung des Behälters eingegeben werden. Es ist essentiell, dass die Chemikalien in folgender Reihenfolge vermischt werden. Chlor, Aceton, Jod, Brom, Stickstoff und schließlich Schwefel. Beachten Sie, dass die untere Tastenleiste aufgrund eines Herstellungsfehlers über eine umgekehrte Tastennummer verfügt. Die äußerste rechte Taste ist die 4. Die Ziffern nehmen nach links ab. Okay, das wird vielleicht später nochmal wichtig. Okay. Nach erfolgreicher Mischung können dem Wirt abhängig vom Infektionsgrad bis zu 3 Milligramm injiziert werden. Anmerkung, alle Chemikalienausrüstungen sollten im Untersuchungsraum aufbewahrt werden. Erwartete Effekte. Aufgrund des viralen Aspektes ist mehr eine psychische Schwächung des Wirts oder der Beeinflussung eines Teils seiner ursprünglichen Persönlichkeit zu rechnen. Der Endzustand des Wirts ist bis dato unklar. Diese nebulösen Prognosen kann ich mir einfach nicht abgewöhnen. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass der Wirt einige virale Fähigkeiten behält. Telepathie, Erinnerungen, vielleicht sogar die Fähigkeit, mit dem zentralen Nervensystem zu kommunizieren. Im Ernst, auch wenn wir kein Happy End geschafft haben, vielen Dank für den Versuch. Es hat mir viel bedeutet. Dass der Wirt... Ah, okay. This broad, you, kill her off. And she's still jetting a lot of piss and wind from beyond the grave. That's about as likely to work as aromatherapy is to cure cancer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mich das retten kann. Door Lock Control. Okay, Diagramm 1. Na los. Okay, Shelter-Bevölkerungsdiagramm. Scheiße. Ob hier der Abfall? Ich sehe schon. Okay. So, Diagramm 2. Tiermutationsrate ist gestiegen. Diagnostik-Echse. Befehl eingeben. Gemeinstatus, Betriebssysteme. Aha. Leite Allgemeinstatus ein. Zustand der Einrichtung. Kritisch. Transport. Nicht verfügbar. Überlebenswahrscheinlichkeit. 78%. Ach du Scheiße. Experimentstatus? Testobjekt Schimpanse. Laborratte. Mensch. Zustand unbekannt. Besucherdurchsatz. Ausführen. Besucherdurchsatz. Letzter neuer Besucher vor einem Jahr, 2 Tagen. Letzte bestätigte Abreise vor 8 Tagen. Insgesamte Abreisen letztes Jahr 31. Insgesamte Abreisen dieses Jahr 3. Insgesamte Besuche dieses Jahr 1. Letzte Abreise vor 8 Tagen.
Okay, Betriebssysteme. Lebenserhaltung 36%. Catering offline. Transport offline. Kommunikation nur intern. Sicherheit offline. Rohrleitung 100%. Keine weiteren Informationen verfügbar. Nun gut. Großereignisse. Bitte warten. 21. August 1972, Unfall 18C. 1. April 73, Baubeginn. 3. März 75, Bauabschluss. 92, Entdeckung der Substanz 63 und den Artefakten 66B in Anlage Site B. 2000, Untersuchung des Grabes. 35 Loks unbrauchbar und nicht wiederherstellbar. 2, Untersuchung des Grabes, genau in dem dann auch der Virus gefunden worden ist. Forschungsstatus. Aktuelle Forschungsprojekte. Projekt C500563, Status abgeschlossen, Ergebnisse negativ. Projekt A136, Status abgeschlossen, Ergebnis negativ. Projekt R212, Status eingestellt, Ergebnis unbekannt. Schmupp, Exe. Passwort. Wir haben kein Passwort. Doorlock Control X. Eingang, Haupteingang, Luftschleuse, gesperrt, entsperren natürlich. Aber wo ist das? Passwort habe ich auch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ach du Scheiße, was ist denn eigentlich hier los? Das sieht irgendwie falsch aus. Ach Gott, wird hier einfach umgebracht. Gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Ich glaube aber nicht. Ich werde mir noch eventuell kurz mal die... zur Herstellung eines Gegenmittels muss ich etwas finden, das Substanz 65 genannt werden. Natürlich, weiter wissen wir auch nicht. Den Code haben wir aber auch nicht. Ja, Leute, ich würde sagen, dann war es das auch mit der Folge, beziehungsweise mit der Aufnahme. Hab echt mal lang aufgenommen. Würde auch fast gerne weiter aufnehmen. Ist gerade übrigens ziemlich spät, aber ihr merkt schon, der PC muckt wieder rum. Aber die Platte läuft auch langsam, aber sicher voll. Und deshalb bedanke ich mich vielmals beim Zusehen. Wir nähern uns so langsam zum Ende. Ich merke schon, eigentlich schade. Spiel, es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Alter, ey, diese Wendungen, die sind echt unfassbar. Rest in peace, Dr. Svensson. Wenn ich sie nicht retten konnte, würde ich wenigstens mit mich retten. Ich werde hier rauskommen. Ja, und nächste Folge gucken wir dann mal weiter, wie es wird. Also, vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi.